Hey, hallo. Mütze und Stulpen möchte ich heute mit euch nähen. Für die Stulpen braucht ihr kein Schnittmuster und das Schnittmuster für die Mütze findet ihr kostenlos auf meiner Seite www.mondgöttin.net. Als Material eignet sich vieles. Reste von Vlies- oder Sweatshirt-Stoffen oder Jersey geht halt auch. Also die Stoffmenge in der Anleitung gebe ich an mit 35 mal 65 Zentimetern. Aber natürlich kann man die Mütze auch super aus Pullovern oder vielleicht habt ihr noch irgendeinen Wollrock, den ihr nicht mehr tragt. Überall, wo ihr das Schnittmuster auflegen könnt, könnt ihr auch eine Mütze draus nähen. Das hier ist zum Beispiel ein Fließstoff, aus dem ich irgendwie mal so eine winterliche Tunika genäht habe. Das habe ich jetzt noch in meiner Restekiste gefunden. Das ist ja so Sweatshirt-Stoff mit so einer weichen Rückseite. Das nehme ich jetzt heute aber nicht. Wie ich ja schon sagte, könnt ihr die Mütze auch super aus Kleidungsstücken nähen. Ich kaufe ganz oft Sachen auf dem Trödel, weil mir einfach das Muster so gut gefällt. Die Sachen passen mir nicht unbedingt. Da könnte man zum Beispiel das Schnittmuster auflegen. Aber auch das benutze ich heute nicht. Diesen gemusterten Pulli habe ich auch schon ganz lange im Visier. Passend tut er mir nicht, aber das Muster finde ich richtig schön und der Stoff fühlt sich gut an. Ich werde meine Mütze und die Stulpen heute aus diesem Pullover nähen. Aus den Ärmeln mache ich die Stulpen und auf den Körper lege ich halt das Schnittmuster für die Baskenmütze Bilbao. Das ist ein richtig schöner, kuscheliger Kaschmirpullover, der leider ein paar kleine Löcher hat und deshalb nicht mehr getragen wird. Ideal für dieses Projekt. Viel zu schade zum Wegwerfen. Dann benötigt ihr noch ein kleines Stück Bündchen. Die Länge ist in der Anleitung angegeben. Breite 5 cm. Legt den Schnitt so auf, welche Streifen oder welches Muster auch immer ihr dann später in der Mütze haben wollt. Für die Stulpen schneidet ihr die Ärmel an eurer gewünschten Länge ab. Das ist individuell. Ich habe alles für die Mütze ausgeschnitten. Das funktioniert, wie ich finde, am allerbesten mit dem Rollschneider. Jetzt hole ich mir die Teile mal. Das sind sie also, die beiden Schnittteile für die Mütze. Jetzt müsst ihr hier die Viertelmarkierung anbringen. Dafür klappe ich das einmal so rüber und knipse mit der kleinen Schere ein paar Millimeter in den Stoff. Das gleiche mache ich jetzt nochmal von unten nach oben. Und dann habe ich auch schon die Markierung für das Bündchen für später. Jetzt braucht ihr ein paar Stecknadeln oder Klammern. Ich benutze die Klammern. Einen Link zu solchen Klammern findet ihr unten im Text. So, jetzt nehmen wir dieses Schnittteil mit der rechten Seite nach oben und den offenen Kreis oder wie man das bezeichnen soll, mit der rechten Seite nach unten. Das heißt, rechts auf rechts liegen diese beiden Schnittteile. Dann stecken wir das einmal ringsherum fest. Ich nähe die Nähte mit meiner Overlock. Das näht zusammen und versäubert zugleich. Ihr könnt das natürlich auch mit der Nähmaschine machen. Einfach mit Geradstich, Naht verriegeln und anschließend den Strickstoff, falls ihr welchen benutzt, mit Zickzack versäubern. Jersey oder so muss ja gar nicht versäubert werden. Das sind jetzt die beiden Teile aufeinander genäht mit einem 4-Faden-Overlock-Stich. Da unten hängt noch die Fadenraupe. Da mache ich jetzt eng am Stoff einen Knoten rein und anschließend vernähe ich die Raupe ein bisschen und den Rest schneide ich einfach ab. Und wie von Geisterhand verschwindet jetzt der Rest von dem Pullover. Meine Tochter ist reingekommen und konnte einfach nicht widerstehen und musste den anscheinend einfach mal anfassen. Auf jeden Fall, jetzt ist er nicht mehr im Bild. Wundert euch nicht.
Das Teil hier mit der Mütze schieben wir jetzt erstmal zur Seite und nehmen uns das Bündchen. Und da legen wir die kurzen Seiten rechts auf rechts. Stecken das ein bisschen fest und dann nähen wir das zusammen. 1 cm Nahtzugabe ist in den Maßen enthalten. Die Naht ein wenig flach bügeln und dann legen wir den langen Teil, die langen Seiten links auf links zusammen. Hier stecke ich das mal und dann gehe ich direkt zum Bügeleisen und bügel das alles schön glatt. Also einmal ringsherum links auf links zusammenlegen. Ja, jetzt ist das Bündchen dementsprechend nur noch halb so breit. Und da ist die Naht und gegenüber der Naht machen wir noch eine Markierung für die halbe Runde. Und dann legen wir die beiden Markierungen aufeinander und markieren nochmal da die Viertel. Diese Punkte kommen dann gleich an die Punkte der Mütze. Also, um jetzt Mütze und Bündchen zu verbinden, wenden wir die Mütze erstmal auf rechts. So sieht es dann aus. Und dann schauen wir mal, wo da die Knipse sind. Da ist ein Knips. Seht ihr das? Da der nächste. Die müssen ja nur ein paar Millimeter lang sein. Ich denke, jetzt können wir das Bündchen gut auf die Knipse stecken. So, rechts auf rechts. Das Bündchen liegt ja doppelt. Beide rechten Seiten außen draufstecken. Und dann in Vierteln. Das Bündchen ist etwas kürzer als der Kreisausschnitt. Das muss dann gleich beim Nähen leicht gedehnt werden. Das ist natürlich etwas kürzer, damit die Mütze auch angenehm am Kopf sitzt. Das Bündchen wird nur an diesen 4 Stellen fixiert, weil es ja etwas kürzer ist. Und beim Nähen liegt es am besten oben, damit es leicht gedehnt werden kann auf die Länge der Mütze. Die Mütze ist fertig. Jetzt halt quasi das Einzige, was noch fehlt, ist kurz auf rechts wenden. Ja, das war's. Kann direkt anprobiert werden. Aber wir wollen ja noch schnell die Stulpen machen. Ja, die Form ist ja schon vorgegeben bei den Stulpen. Wenn ihr auch mit Strickstoff arbeitet, dann müsste das hier kurz versäubert werden. Das habe ich jetzt gemacht. Und die Stulpen ist ja schöner, wenn die ein bisschen enger am Arm sitzen als jetzt ein Pullover. Dafür drehen wir die einzelnen Teile auf links und probieren einfach mal an. Ist schon noch ein bisschen schlapprig. Das werde ich etwas enger nähen. Dafür stecke ich an der Naht einfach mit ein paar Stecknadeln ab. Und erneut anprobieren. Ja, finde ich ganz gut. Und da werde ich jetzt dort nähen mit der Overlock. Da seht ihr die Stulpen. Noch sind sie auf links. Das ist eine 4-Faden-Overlock-Naht. Direkt versäubert. Jetzt wende ich die mal. Jetzt kann man die versäuberten Schnittkanten noch umschlagen und festnähen, damit man die Versäuberungsnaht nicht sieht. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich probiere mal an. Ah, passt ja. Wirklich richtig kuschelig. Oh, danke schön. Habe ich mir auch verdient, oder? Ich hoffe, meine Anleitung hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst.
oder abonniert am besten direkt meinen Kanal. Bis dann. Ciao.